Willkommen zurück zu Katana Zero. Wir sind direkt am Studio, wo wir unter anderem jetzt Schlüsselkarten finden müssen, um weiterzukommen. Wir gehen zur Unsicherheit im Weltraum. Okay. 2001, Space Uncertainty. Okay. Das wird bestimmt super. Spiel mal damit. Okay. Das war sehr effektiv. Na, komm. Okay, der hat Schrotflintenmunition. Natürlich unschön. Der ist ja cool aus. Alt Fleischling, dein mickriges Schiff wurde gekapert. Ich bin der unbesiegbare Cyberman von Glorbox 12. Ergib dich meinem überlegenen Roboterintellekt. Ich bin gekommen, um alle Menschen zu vernichten und Kaugummi zu kauen. Und jetzt sind mir die Menschen ausgegangen. Ich bin programmiert zu lieben. Als Mal. Gibt bestimmt ein Achievement für Lass das Ding am Leben oder so. Ach. Oh, wieso denn? Ich hab doch nichts gemacht. Also im wahrsten Sinne. Okay. Der ist zwar ein bisschen knapp, hat aber funktioniert. Yeah. Genau das, genau. Der Roboter darf weiterleben. Er will doch nur lieben. Okay. Oh, das klingt nach ein bisschen Spaß und Feuer. Das war ein bisschen Spaß und Feuer. Okay. Geht also auch besser. Flip. Okay. Hyperspace. Komm out of space. Wir warten. Vielleicht stellt der eine sich wieder hier an die Tür. Oder nicht. Doch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Nochmal so einen schönen Monitor. Das brennt so schön. Sieht gut aus. Kann man so abgeben. Darf weiter anscheinend. Außer irgendwo ist hier noch ein Geschütz, aber es wäre seltsam in diesen gelben Schlüsselkarte aufzulesen. Okay. Kann ich umgehen. Außer da kommt jetzt noch was. Augen aufhalten. Oh, sieht eigentlich ganz okay aus. Und wieder weiter im Weg zurück. Danke, dass du mich verschont hast, Flashling. Deine Gnade hat meine Mitgefühlsvariable erhöht. Vielleicht seid ihr Flashlinge ja gar nicht so übel. Fehler, 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 Fehler. Mitgefühlswert 1 zu hoch. Selbstzerstörung 5, 4, 3, 2, 1. Ich bereue nur, dass ich die Liebe fand. Dass ich nie die Liebe fand. Okay. Dafür gab's ein Achievement: No Love for Robots. Oh, armer Roboter. Okay, stille Hügel. Oder auch im Englischen Silent Hill. Okay, welcome to Quiet Hills. Oh Mann, und dann auch alles neblig. Aber wenn das mal kein Insider ist. Das andere war bestimmt auch alles Insider, die ich einfach nur noch nicht so richtig wirklich verstanden habe oder so.
Ey! Penner, Drecksack, Elendinger. Jo, in Laserrutsche ist immer eine tolle Idee. Ja, okay. Moin, Flip. Okay. Wie kriege ich den jetzt? Auch so. Okay, der hat also keine Schrotflinte oder sowas. Aber ganz normal. Ich war mir jetzt nicht sicher aufgrund der Waffe, die er hatte. Aber es sieht jetzt auch nicht viel anders aus, als was er hier hat. Jetzt komme ich halt mit der Steuerung wieder nicht klar. Es ist Wahnsinn. Moin. So. Zack. Ja. Okay. Ja, und erstmal nix, das war wohl nix, ne? Ja. Okay, nee, muss ich neu starten. Brauch wohl diesen Nebel für, um da durchzukommen. Hilft ja nichts. So. Boah. Manchmal geht das so schnell. Manchmal geht das so schnell. So schnell ist für mich. Halt doch gerade gesagt. Ich bin gerade nicht besser. Das war wieder zu schnell gedrückt. Ja. Können wir es schaffen? Ja, vielleicht. Okay. Auch in Ordnung. Kack. Du musst da durchrollen. Da nicht. Wobei, könnte eigentlich auch funktionieren, aber ich mach das mal nicht. So, ist besser. Kurz ein bisschen Energie auftanken und dann weiter im Speck. Na, was mach ich denn? Ich Finger schlafen manchmal. Wenn ich sage, manchmal mache ich eigentlich ziemlich oft. Oh, ich wollte zurück. Weißt du, einfach nur zurück. Auch wenn es mir auch nicht geholfen hätte. Aber eigentlich wäre es voll dumm gewesen. Was man machen könnte, ist in einem Raum schnell das Rauchgas holen, benutzen, dann dadurch und den Sicherheitstyp da dann erledigen. Das funktioniert so nicht. Ja, so auch nicht, wenn mich der schon erledigt, weißt du. Ich war wieder zu schnell gedrückt. Wenn so Kleinigkeiten einfach mich schon aufhalten, ne? Es kann ja nur lustig werden später in der Welt. Also wirklich. Alles echt der Wurm drin. Heute alles an Reaktionsfähigkeit aufgebraucht. Oh. Bist du froh, dass du weiterkommst? Okay. Ja, okay. Nochmal so ein Blendgranatendingens. So, was haben wir denn jetzt hier? Nur Scheiße. Ja. Kacke. Na, ich war immer noch im Laser. Oh. Irgendwas ist ja immer. Besser. Sie haben mich nicht kommen sehen. Oh, ja, gut, vielleicht schon, aber nein. Okay. Jede Menge Messerchen. Easy.
mal hier irgendwie hochzugehen. Guck mal, was wir hier alles Schönes haben. Yeah. Okay. Aber das verbracht. Hier haben wir nochmal eine Karte von einem Geköpften. Okay, Abmarsch. Ja. Ach, wie geil. Coffin Head, also hier Sargkopf, nicht Pyramid Head. Nettes Easter Egg. Und so zum Schluss. Das hatte mich jetzt ein bisschen überrascht. Dachte, er will mich töten. So schlimm war es dann doch nicht. So. Eigentlich so ein kurzes Level. Aber ja, da komme ich nicht hin. Eingabe Stufe 2. Keine Ahnung. Oh ja, ist die super duper Schlüsselkarte oder so. Mal gucken. So, Tür auf bitte. Dankeschön. Besser. Nein, doof, 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 doof. Okay. Wow. Explosion, wir brauchen mehr Explosion. Nein! Oh, ich hab die Gegner nicht kommen sehen. Okay. Nein! Oh! Nein, doch! Oh. Nein! Er hat die Statue zu schlagen, der Penner! Dieser Hexenpenner! Ja, so funktioniert das vielleicht nicht. Aber warum auch immer, er ist stehen geblieben. Ja, so habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Ist in Ordnung. Dann habe ich das vorhin besser gemacht. Ja, okay. Oh, wieso denn? Ich stand doch weit genug weg, nicht? Ich hab ihn. Das Ding nehmen wir mit. Damit keiner mich kommen sieht. Klappt auch ganz gut. Soweit. Ich habe ja Beine. Na, guck mal, wer da ist. Er ist gekommen. Ja, er ist allein. Komm rüber. Ich will keine Flecken auf meinem frischen Trainingsanzug. Komm schon. Das ist geschäftlich. Achso. Ach, haben wir unseren Walkman ausgemacht, ja? Tja, dann mal los. Ja, so nicht. So auch nicht. Halt. Wir haben ihn einmal erwischt. Aber mehr ist nicht. Nochmal erwischt. Na ja, komm. Oh nein. Oh. Wieso? Ich war dran mit Throne. Ey. Penner. Das hat eben besser funktioniert. Was? Hä? Was? Was das schon? Was für eine Verschwendung. Hm.
Shinkagari-Schule. Für deine Lieblingsprojekte hatte ich noch nie viel übrig. Spar dir das für spätestens noch. Geh jetzt heim und vergiss das Ganze. Dies ist deine einzige Warnung. Was für eine verfluchte Verschwendung. Hauen wir hier ab. Ja, hauen wir ab. Halte meine Gnade nicht für Schwäche. Was zum Teufel ging da gerade ab? War das so ein Paralleluniversum-Dingens? Oder, hä? Tut mir leid, dass ich heute nicht in der Praxis war. Ich habe Ihren Termin auf morgen verschoben. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Nacht. Weitere Nachrichten. Hier sind ein paar Sicherheitstrips für Halloween in diesem Jahr. Lassen Sie Ihre Kinder nur in Ihrem Gebäude auf Süßes oder Saures Tour gehen. Geklopft. Nehmen Sie von jemandem, den Sie nicht kennen, keine Bonbons an, erst recht keine seltsamen oder verfärbten Bonbons. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Bonbons Ihrer Kinder auf alles, was verdächtig sein könnte. Und gehen Sie im dritten Bezirk nicht auf Süßes oder Saures Tour. Weitere Nachrichten. Tür öffnen, ja. Süßes oder Saures? Was? Süßes oder Saures? Fröhliches Halloween. Erkennst du mich? Ich bin angezogen wie du. Was? Wie meinst du das? Was? Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Du sollst mir Bonbons geben. Jetzt gleich. Oh, lass mich sehen, ob ich noch welche habe. Okay. Ich schau mal. Hier. Geschenkte sind. Ja. Suche läuft. Ich habe Fischköpfe. Du hast da einen Fischkopf? Oha, ein Kopf. Schönen Gruß von Leviathan. Fröhliches Halloween. Weitere Nachrichten. Wie die Polizei bestätigte, gehen die jüngsten Morde im Mutual Nil Hochsicherheitsgefängnis, bei denen mehr als 20 Menschen getötet wurden, unter anderem auch politische Dissident Fa Yuan, auf das Konto des Serienmörders, den man den Drachen nennt. Der Drache, dessen Ziele meist mit Bandenaktivitäten in Verbindung gebracht werden, hat wohl bereits mehr als 100 Leute getötet. Easy, gar kein Problem, first try. Nach dem fünften Versuch. Sollten Sie über irgendwelche Informationen verfügen, die zu seiner Ergreifung führen könnten, tun Sie es. Kontaktieren Sie bitte Ihren Vertreter von Knotenpunkt vor Ort. Okay. Weitere Nachrichten. Das sind die Sicherheitstipps für Halloween. Okay. Dann gehen wir halt pennen. Okay. Seht nur, Komik, der widerspenstige Schwertkämpfer erwacht aus vergifteten Schlummer. Tragik und ich haben dir was in den Tee getan. Hast es nicht mal bemerkt, Idiot. Kämpfen. Kämpf vergebens fehlgeleitetes Herz. Es ist nicht an der Zeit für euch, diese geheimnisvolle Schwelle zu überschreiten, obwohl Zeit sich der Herrschaft keines Mannes unterwirft. Seht nun in mein jammervolles Antlitz und lauschet jenen Worten. Genau, lauscht du nur, du Scheißkerl. Zwei glänzende Masken, dein Antlitz zieren, aus Gold und Sterlingsilber, sie entscheiden über Leben und Tod. Seht, die Silbermaske befiehlt den Tod, mit Schwert und Schleuder, bringet auf dem Altar den trüben Wein der Menschen dar. Bist ein echter Killer, hm? Nicht ganz so gruselig, wenn du K.O. bist,
goldene Maske leuchtet vor Leben. Eine Vestalin, die das unendliche Fraktal der Zeit durchwandert, von Babylons heimtückischen Zauber unberührt. Ist das etwa ein Mädchen? Ich wusste gar nicht, dass du ein Bewusstsein hast. Gestörter. Zwei Masken besitzet ihr, doch eine allein vermag euer Antlitz zu schmücken, Gold oder Silber, Leben oder Tod. Drei Körner Sand bleiben euch noch in eurem schrumpfenden Stundenglas. Entscheidet um eurer Seele willen, o fehlgeleitetes Herz, die stoische Ernte der Zeit bringt Bitternis. In 3 Tagen treffen wir uns wieder und du musst wählen, Leben oder Tod. Aber vergiss nicht, egal wie du dich entscheidest, die andere Option nehmen wir dir. Und jetzt, hau ab! Okay. Noch 4 Tage. Ich stehe immer noch da? Also nur Erscheinung. Der Fernseher ist weg. Die haben den Fernseher geklaut, ihr Schweine! Also, erzählen Sie nochmal von dem Maskierten. Wie komme ich hierher? Die Maskierten aus Ihrem Traum. Erzählen Sie mir mehr. 2 Männer mit Masken und Laborkitteln sind in meinem Apartment aufgetaucht. Sie haben gesagt, ich müsse zwischen Leben und Tod wählen. Ah. Die Maskierten haben gesagt, in 3 Tagen würde etwas passieren. Es hat sich so echt angefühlt. Ich konnte mich nicht bewegen. Die Stück Scheiße. Was zur Hölle? Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. Was? Wo bin ich? Was bin ich? Und warum bin ich? Ich bin verwirrt. Erfolgreich. Was? Hallo? Äh? 28 Jahre in diesem gottverlassenen Dschungel. Soldaten zu töten war nicht so schlimm. Ich erinnere mich kaum noch daran. Aber diese Dörfer niederzubrennen, diese nackten Bauern schreien zu hören. Das sehe ich jeden Tag. Das ist keine PTBS, das ist die Droge. Es ist erst 1 Woche her. Was fühlt sich an wie 1 Jahr? Die Wörter werden immer länger. Die Moskitos summen immer lauter. Wenn die Droge nicht mehr wirkt, bleibt die Zeit stehen. Und man steckt immer im Dschungel fest. Wie Sandkörner in einem schrumpfenden Stundenglas. Ich weiß, was als nächstes kommt. Ich muss um einen Gefallen bitten. Noch 684 Tage, was? Minus 684 Tage. Hey, Papa braucht seine Medizin. Hilf am alten Veteran. Ich habe im Krieg 6 Affenbastarde umgelegt. Ist doch erst 1 Tag her seit seiner letzten Kostprobe. Wie kann es sein? Dieser Mann war nie mehr als Alkohol. Und wenn er alle ist, bleibt nur die Flasche zurück. Jämmerlich. Absolut jämmerlich. Gehen wir einfach weiter. Versuchen wir, Augenkontakt zu vermeiden. Bitte, helf mir. Was? Da war das Mädchen. Der Psychiater war tot. Was zur Hölle? Ihr unfokussierter Blick erweckt nicht gerade Vertrauen in mir. Ich habe Ihre Dosis erhöht, um die Sache gestern auszugleichen. Bitte vergessen Sie nichts von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Okay. Das war so viel. Hier steht wieder was auf den Dingens. Ah, gefällt er Ihnen? Das ist ein traditioneller Heilstein, den meine Tochter aus Burundi mitgebracht hat.
gibt einen hübschen Briefbeschwerer ab. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns dann in der nächsten Folge an, wie und wo es hier weitergeht. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.